irgendwie, die Pengs sind doch jetzt auch einfach nur größer und haben eine andere Farbe, oder? An sich sehen die doch genauso aus. Aber naja, gut. Mongolische Hochebene. Hier wechseln aber auch die Ebenen wie nichts Gutes. Gott, Tigermenschen. Gott, die Magier mit ihrem coolen... Ich twirl hier mal meinen Stock rum. Das hatte ich völlig vergessen. Und die Rudelführer waren nicht zu verachten. Die können nämlich auch die Standarte spawnen und dann wird's irgendwann relativ unschön. Okay, der fällt von alleine um. War hier noch was? Nee. Find die Tigermenschendörfer aber prinzipiell ganz schick gemacht. Okay, ist jetzt gerade hier nicht so das Paradebeispiel, aber mit den ganzen kleinen Hütten ist das eigentlich ganz cool. Also die Dinger hier finde ich vom Design her irgendwie ganz fetzig. Auch wenn die so ein bisschen aussehen, als wären die so aus Zahnstochern gebaut. Aber wer weiß, vielleicht sind sie das auch. Aus überdimensionalen Zahnstochern. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass mein Haustier schon wieder verreckt ist? Ach ja. So, den nochmal beschwören und dann... wenn man den Weg nicht mehr kennt, ne? Dann folgt man einfach den Fackeln. Im Sturm. Shit. Da gerade auf meine Hitpoints geachtet habe, dann, wow, Hilfe! Ich muss hier weg. Das war gerade ganz schön kritisch. Oh, den Albtraum hat es auch schon wieder zerlegt. Traumhaft. Um nicht zu sagen albtraumhaft. Da so rein. Natürliche Höhle. Ne, dann lassen wir das. Natürliche Höhle ist raus. Okay, kann es auch mal total lenken, wenn ich die Karte aufmache. Natürlich. Ich muss doch nur gucken, wo ich lang muss. Zumindest versuchen, eine Ahnung zu erhalten, wo ich lang muss. Jetzt nicht da in den Sumpf, oder? Ne, da ist überhaupt kein Sumpf. Was? Ich bin verwirrt. Ist auf der Karte so... Ja! Stammesangehörige. Oh, die machen ganz schön Schaden. What the fuck ist das? Warum haben sie Häuser aus Marshmallows? Fragen über Fragen. Was macht der Raptor da? Thank you.
Oben stand doch gerade irgendwer, oder? Ja, 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 ja. Ah, Sidequest. Hilfe! Meine Tochter, sie ist im Dorf gefangen! Hilfe! Schrei mich nicht so an. Zur Hölle ist hier bitte deine Tochter gefangen. Also, ich da kommen hier noch mehr Dörfer. Ah. Was? Nee, die war mal total nicht im Dorf gefangen. Die war mal... Hä? Meine Tochter lebt? Ach, Fremder, vielen Dank. Vielen Dank. Deine Tochter stand 100 Meter weg. Was mit den Leuten los ist, ne? So, toll. 10 Feuerwiderstand, 17 Intelligenz. Der Burner. Hey, die große Mauer. Ich da irgendwo hoch? Sei gegrüßt, Reisender. Vor dir liegt die große Mauer, die unser Land vor den Barbarenhorden beschützt. Sie hat uns nie im Stich gelassen. Sieht aber man. Gestern überrannte uns ein Heer von Bestien und marschierte ins Hauptland. Wir haben solche Bestien schon zuvor gesehen, aber nicht in dieser Anzahl. Das war ein wahrhaft schrecklicher Anblick. Wir kämpfen noch immer an der Mauer. Ist ja... Achso, ich komme auch nur auf der Seite hoch. Okay. Unser Befehl lautet, die Mauer zu befreien. Aber diese Peng machen es uns nicht leicht. Ein Riesiger ist beim Wachturm dort hinten aufgetaucht. Die Männer wollen ihn nicht bekämpfen. Wir müssen einfach auf Verstärkung warten. In der Hoffnung, dass dann jemand mit dabei ist, der sich traut, gegen das Ding zu kämpfen, oder was? Ich finde es übrigens sehr cool, dass man wirklich einfach denkst du, oh okay, die stehen da halt unten, bla bla, und dann läuft man da eben einfach hin und kämpft dann so 30 Sekunden später da, und das finde ich eigentlich echt sehr, sehr cool. Und ich glaube, ich muss gleich mal die Batterien von meiner Tastatur wechseln. Ist hier gleich ein Problem, aber noch geht's. Ach, das ist schon das Riesenvieh, okay. Boah, ich weiß gerade nicht, ob ich hier so mittendrin stehen sollte. Na, wobei, jetzt wo das ganze Kleingemüse... Das ganze Gemüse ist gar nicht weg. Ich werde die ganzen kleinen Viecher wenigstens erstmal los, aber... Ah, aber jetzt. Ach, da konnte, glaube ich, auch neue beschwören, ne? Irgendwie so. Na egal, Hauptsache ist platt. Muss ich jetzt... Bericht sie ihrem Kommandeur weiter unten an der Mauer. Ja, okay. Da muss ich ja nicht zurück. Oh, wow. Was für eine königliche Truhe. Voll mit königlichem Bullshit.
Ich finde es ein bisschen schade, dass sie, fällt mir auch jetzt gerade erstmal so auf, dass sie die Gegner wirklich nicht mal durcheinander gemischt haben, sondern ja, hier steht jetzt eine Gruppe von Pengs, hier steht eine Gruppe von Tigermenschen und da steht dann mal eine Gruppe von Raptoren. Und es ist aber nie so, oh Mensch, wir haben hier jetzt mal einen Haufen Pengs und dann tauchen hier noch zwei Tigermenschen mit auf. Und vielleicht auch noch ein Raptor oder so. Ist einfach nicht. Ich meine, okay, auf der Mauer macht das einigermaßen Sinn, weil die Mauer wird ja zumindest an ein paar Stellen verteidigt. Und da kommt man ja an sich nur rauf, wenn man fliegen kann dann. Von daher ist... Okay, ich nehme alles zurück. Wenn hier auch Tigermenschen stehen, dann hätte man das auch durcheinander mischen können, anstatt jetzt einfach einen Haufen Tigermenschen zu machen. Da kannst du ihn jetzt mal treffen. Dankeschön. Achso, da geht's... ja, ich sehe schon. Ja, beweg dich mal. Sichans Patrouille macht also Fortschritte? Hervorragend. Es freut mich zu hören, dass unsere Männer die Sache im Griff haben. Eure Männer, vor allem. Des Gauners Hakenschwert der Vernichtung. Ja, und wenn ich Gauner wäre, wäre das auch fantastisch. Naja, verkauft sich wahrscheinlich wenigstens gut. Oh, genau, die Dragoner. Kaum hatte ich sie gesehen, fiel mir ein. Oh, fuck, Dragoner. Mit Vorsicht genießen. Weil, halten viel aus, machen scheißen viel Schaden. Die tauchen zum Glück nicht so wahnsinnig viel auf. Oh, fuck, ja. Und da hat's mich schon zerlegt. Krass. Boah, jetzt darf ich... Naja gut, es geht ja. Ist ja nicht so weit. War aber auch ein ganz schöner Haufen von den Viechern. Also so 3-4 packt man davon ja mal ganz gut, aber... Ja, oder mit aufgeladenem Phantom Strike geht das auch problemlos. Toll, und jetzt kommt hier der Schrein der Meisterschaft, ne? Vielen Dank auch. Hätte ich mal 10 Meter vorher gebrauchen können. Wir steigen gleich im Level auf, stelle ich fest. Das finde ich sehr gut. Wie soll ich das auch sonst finden? Oh nö, wir steigen gleich im Level auf. Voll doof. Hallo. Ja. Ah Gott. Ich glaube, die Erkältung setzt auch meinem Gehirn zu. Wobei, es ist bei mir auch so eine Sache. Ich habe eh nicht so viel Gehirn. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Was ich sagen wollte, ist... ich irgendwie so merke, okay, ich werde halt so leicht krank, dann ist das halt so, also gerade, ich weiß es nicht, ob das so ein männertypisches Ding ist oder ob das nur bei mir typisch ist, aber gerade so viele Frauen, die ich kenne, sind dann halt so, ah ja, okay, dann trinke ich halt mal einen Tee und habe mir auch mal eine Wärmflasche und kaufe ein bisschen mehr Obst und esse das und dies und das und jenes. Bei mir ist das halt so, ja, ich gehe dann halt, wenn es nicht ganz arschkalt ist, ohne Jacke auf dem Weihnachtsmarkt, esse eine Bratwurst, wenn es gerade passt. Das muss das Boot abkönnen, so ungefähr. Wir haben diesen Telkine gesehen, von dem du sprichst. Er trug eine große Sichel und war von diesen verfluchten Bestien umgeben. Wir haben beobachtet, wie sie von der großen Mauer kamen und dann im Jingyang-Wald verschwanden, und zwar in Richtung Chang'an.
Gesundheit. Okay, dann wissen wir ja, wo es weitergeht. Nee, du bist... Na, egal. Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wald gehen. Ich habe gehört, dass dort eine schreckliche Bestie umherstreift. Naja, der hau ich volles und aufs Maul. Aber wie komme ich denn... Zum räudigen Knispel, wie komme ich denn dahin? Nee, okay, das ist schon der hässliche Wald. Ich muss doch vom Dorf aus irgendwie in die Butze da kommen. Da kam ich da oben irgendwo durch und ich habe es nicht gesehen. Ach, hier. Total offensichtlich. Dies sind gefährliche Zeiten, nicht wahr, Krieger? Die meisten von uns trauen sich nicht zu reisen, selbst wenn wir einen guten Grund haben. Aber einer wie du, der reist frei umher. Na, nur weil meine Klamotten hässlich sind. Es gibt da ein wertvolles Ding. Es ruht in einer Höhle im Xinjiang-Wald. Obgleich es schon ziemlich wertvoll ist, würde ich dafür mehr bieten, als es wert ist. So sehr möchte ich es gerne haben. Okay, also haben wir jetzt drei Quests. Drei, also die Haupt- und zwei Sidequests oder sogar drei Sidequests? Ne, zwei Sidequests, okay. Gut, dann... Du kommst an einem vielversprechenden Tag zu uns. Schau dir an, was wir zu bieten haben. Ja, da ist jetzt nichts Gutes Vielen mit dabei. Vielen Dank. Bitte. Bitte was? Es ist doch... Das macht mich irgendwie alles nicht glücklich. Aber die Waffen könnten... Nee, einfach nee. Mit 60 bis 80 Schaden ist das Ding einfach schon... Also mit 60 bis 80 Grundschaden ist es auch mit langsamer Angriffsgeschwindigkeit. Gute Reise! Leider einfach mal richtig gut. Aber okay, dann würde ich sagen, legen wir hier eine kleine Rast in dem Dörfchen ein und begeben uns in der nächsten Folge mal in den Xinjiang-Wald und gucken, was wir da so alles umklopfen können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.